So richtig Spaß verkörpert der Aktienmarkt aktuell ja nun wirklich nicht. Wir hatten es schon angesprochen, dass der DAX eigentlich die besten Voraussetzungen hat, nach unten zu kommen. Das nutzt er jetzt auch, das Potenzial. Nochmal ganz kurz fürs Augentraining. Wir sehen das hier nochmal als letztes, die Abwärtsbewegung, dann wieder das klassische ABC, die Fortsetzung hier nach unten. Also dieses klassische, typische Bild, Schubrichtung und die Korrektur, das scheint sich hier auch noch zu bewahrheiten. Sind wir damit jetzt endgültig und ganz, ganz, ganz sicher auf der Shortseite? Nein, das kann man so nicht sagen. Es wäre zu einfach, wenn man sagen könnte, es gibt keine Chancen mehr dafür, die Longseite. Die ließen sich sogar für einen Trade unter Umständen nutzen, allerdings nicht unter den normalen aktuellen Bedingungen, die wir jetzt haben. Wie müsste das Ganze aussehen? Naja, wir waren ja hier einigermaßen zügig nach oben und das hier jetzt wiederum ist ja einigermaßen wackelig nach unten. Man kann sich das Ganze auch gerne immer mal wieder mit so einem Trendkanal so ein bisschen vergegenwärtigen und dann sieht man schon, okay, ich verstehe schon, das läuft hier ein bisschen in die korrektive Runterrichtung, so muss man sagen. Die Erwartungshaltung wäre, dass der Kurs nach oben geht. Wie jetzt bitte? Jetzt haben wir gerade über Short gesprochen. Richtig, aber auch nur dann unter der Voraussetzung, dass wir diese Zwischenhochs mal reißen. Da würde jetzt hier zum Beispiel ins Auge fallen, das Zwischenhoch, was wir hier haben, als letztes. Wenn er da drüber geht, dann hätten wir auch den Trendkanal wohl verlassen. Also das hier würde mich dann gegebenenfalls ein Marsch bis hierhin an diese Marke dann doch nochmal auf die Long-Seite bringen, dass wir in irgendeiner Form nach oben kommen. Wie lässt sich das vereinbaren mit dem, was wir hier vorne haben? Ah, zur Not gibt es noch sowas wie ein Double-Zigzag beispielsweise, dass wir hier auch ein Double-Zigzag bekommen, sowas in der Art. Und anschließend dann erst nach unten. Das wären alles Szenarien. Worauf ich hinaus will, ist, auch jetzt, wo wir diese Überlappung haben, ist es keine Garantie, dass der Kurs nicht nochmal nach oben kommt. Also müssen wir weiterhin mit Stops arbeiten. Aber die Chancen für dieses Szenario, was ich jetzt hier gerade eingezeichnet habe, sind aktuell nicht besonders groß. Wir wissen aber, auch wenn die Chancen nicht besonders groß sind, dass ich bei der nächsten Autofahrt einen Unfall baue, sollte man sich trotzdem anschnallen. Also weiterhin unbedingt auch mit dem Stop agieren. Natürlich mit dem initialen Stop. Natürlich kann man nochmal irgendwelche Nachziehstopp hier mit implementieren. Ihr seht das, da gibt es verschiedene Varianten. Enger, weiter, Stundenbasis, Viertelstundenbasis, was auch immer euch da eben angemessen erscheint. Also es bleibt wohl vorläufig, zumindest sieht das im Moment mal nach der Abwärtsseite aus. Hier der Dow Index, also das Ding, was jetzt noch schlummert, noch nicht eröffnet ist für heute Nachmittag. Hier haben wir im Prinzip eine grundsätzlich ähnliche Situation. Die Aufwärtsrichtung war noch relativ stark, die Abwärtsrichtung ist relativ schwach. Eigentlich kann man sagen, na, dann lasst uns doch mal long gehen, wenn der Kurs hier drüber hinausgeht. Richtig, Bedingung wäre aber auch tatsächlich, dass er diese Regel absteigende Hochs, absteigende Tiefs, dass er das nach unten, nein, Entschuldigung, in dem Fall nach oben unterbricht, also die absteigenden Hochs hier über das Zwischenhoch, dann wäre das nochmal eine Long-Situation, so ähnlich wie wir das beim Nasdaq ja in den letzten Wochen immer mal wieder auch besprochen hatten. Bleibt der Markt aber unterhalb, das heißt, fängt er jetzt vielleicht sogar eher an, sich zu beschleunigen und er kann hier unten drunter, unter dieser Marke, kann er alles machen, ohne dass das in irgendeiner Form mich long triggert, in irgendeiner Form. Und das würde dann sogar gegebenenfalls nochmal für die Shortseite dann einladen, wenn wir dann ein umgekehrtes Bild bekommen, nämlich auf einmal wieder so eine typische ABC, so eine dreiwellige Bewegung, ABC, Unterseite. Sowas ist eigentlich dann immer ganz praktisch und angemessen. Wird das also jetzt ganz sicher kommen? Ja, das wissen wir blöderweise nicht. Ich weiß, das enttäuscht immer viele. Boah, das muss der doch wissen. Nein, das müssen wir nicht wissen und wir können es nicht wissen. Was wir allerdings wissen ist, geht er da oben drüber, dreht sich das Bild beim Dow Jones Index und damit natürlich auch bei den handelbaren Produkten dann eben auf die Long-Seite. Allerdings, wenn wir hier die Futures nochmal angucken, die sind im Moment überhaupt nicht auf die Long-Seite getrimmt. Also deshalb ist meine Erwartung heute Nachmittag auf sowas zu gucken. Wenn sowas passiert, ist das genial für die Abwärtsseite. Ihr erkennt das Muster, es ist immer das gleiche. Dann haben wir eine ganz klare, typische Situation. Schub nach unten, wackelig nach oben, hätten wir dann entsprechende Trigger nach unten. Die würde ich euch natürlich gerne auch im Trade des Tages oder wo auch immer nennen. Typischerweise machen wir das ja auch. Was es heute wird, guckt euch selber an im Trade des Tages. Ansonsten
wenn ihr selber so ein Kursmuster seht bei eurem Lieblingsindex, bei eurem Lieblingsmarkt, nutzt das Ganze. Es ist immer wieder eine spannende Geschichte, es ist immer wieder gut und es gibt viele, viele gute Situationen daraus. Abschließend vielleicht nochmal einen Blick auf Gold, denn da waren wir ja hier schon dran. Da sind wir im Moment in der Short-Überlegung. Die genauen Marken könnt ihr im Trade des Tages angucken. Stopp schon nachgezogen, also insofern haben wir da schon das Risiko verringert. Wie weit es dann noch weiterläuft, das werden wir sehen. Oder ob der Kurs dann doch noch den Dreh bekommt. Mal schauen, wer Spaß und Lust hat, kann das Ganze hier noch mal ein bisschen nachvollziehen. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dann, alles Gute.